Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück mit einem neuen Video, aber als allererstes begrüße ich ganz herzlich den Gefährten. Hallo Gefährtin, und heute stellen wir euch die 75306 vor, der Imperial Purp Droid oder auf Deutsch Imperialer Suchtruide von 2021. Der Druide besitzt 683 Teile und kostet 70 Euro. Darin enthalten sind außerdem noch 5 Sticker. Wir werden ihn in die Reihe der baubaren Figuren einordnen, zum Beispiel den Grogu. Bevor wir jetzt aber mit dem Set anfangen, noch etwas an Hintergrundwissen. Der Suchtdruide ist ein intelligenter Sondendruide, der als schwebender Aufklärer eingesetzt wird. Suchtdruiden sind in der Regel auf extreme Neugier programmiert, sodass ihrer Untersuchung kaum etwas entgeht. Außerdem vermeiden sie den Kampf, da sie schlecht gepanzert sind. Im Falle einer Entdeckung zerstören sie oftmals die Droiden mittels einer Detonationsautomatik. Dies konnten wir beim Suchtdruiden auf Hoth, der als Vorlage für dieses Set dient, sehen. Als Han Solo ihn mehrmals beschoss, zerstörte der Droide sich selbst. Kommen wir als erstes zur Box. Ich schläge die jetzt bewusst schräg, da, wie ihr merkt, würde das nicht ganz auf die Kamera passen, aber es ist halt die 18-Plus-Reihe. Deswegen ist das auch in diesem Schwarz gehalten. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann hier halt noch ein paar Abbildungen. Und auf der Rückseite sind zum Beispiel hier noch ein paar Filmfotos. Und dort sind noch die Größen des Sets gezeigt. Die Anleitung ist in dem gleichen Schwarz gehalten. Ist halt eine typische Lego Star Wars Anleitung. Nur hier sind ein paar interessante Infos. Noch ein Filmbild hier. Der Designer. Halt typisch für diese 18-Plus-Reihe. Finde ich auch ein bisschen lustig, diese Einleitung, warum man dieses Teil braucht. Und sonst, wie gesagt, nichts Besonderes. Eine normale, solide Anleitung. Fangen wir mit der Beschreibung des Druiden an. Vor uns sehen wir also den Suchtdruiden. Er ist 27 cm hoch, 24 cm breit und 11 cm tief. Über die Farbe kann man streiten. Die einen meinen, er müsste eigentlich schwarz sein. Die anderen meinen, er sieht genau passend aus. Wir persönlich finden ehrlich gesagt auch, dass die Farbe eigentlich ganz passend ist. Der Suchtdruide steht auf dieser kleinen Schneelandschaft und wir persönlich finden ehrlich gesagt, dass das richtig gut umgesetzt wurde. Denn das wirkt tatsächlich so wie Schnee, allein durch diese ganz vielen kleinen weißen Slopes, die aber teilweise unterlegt sind mit diesen kleinen Bergteilen. Zudem finden wir halt, ja, man kann jetzt wieder sagen, die Infotafel, da ist ein Sticker drauf, das müsste nicht sein, aber finden wir jetzt weniger schlimm. Zudem gefällt es uns einfach sehr gut, dass diese Infotafel zusätzlich hier mit diesem Schnee noch einmal unterlegt ist. Wenn man sich den Suchtdruiden von weitem anschaut, dann denkt man eigentlich, er würde schweben. Dies liegt daran, dass er hier mit diesen Transkillier-Steinen an dieser Stange hier befestigt ist, die man einfach hier in diese kleine Schneelandschaft hineinstellen kann. Der Druide selbst sieht sehr detailreich aus und ist für Lego-Verhältnisse eigentlich sehr anspruchsvoll zu bauen, aber dazu wird euch der Gefährte bald mehr erzählen. Wir finden, die Details sind auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Man hat ganz typische klassische Merkmale wie hier diese kleinen Lampen, aber auch seine Antennen. Und eben zusätzlich diese paar Sensoren. Den Kopf, den kann man zusätzlich um 360 Grad drehen. Dazu gibt es zwei Sticker, einmal hier und einmal hier. Und er besitzt eben zusätzlich dazu ganz viele verschiedene Details. Man hat auch hier diese Art Schüsselteile, die einfach mal als seine Augen benutzt wurden. Die kann man auch drehen. Und man hat aber noch sehr viele lustige Details, wie zum Beispiel dieses Rollschuhelement hier oben. Wir persönlich finden, der Körper ist eigentlich relativ gut und sehr schön umgebaut. Man hat halt überall diese paar Noppen, die rausstehen. Wir finden, das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Nämlich, das Allerwichtigste ist, die Proportionen zur Vorlage, die passen einfach. Sehr schön sind auch diese kleinen Öffnungen, die ihr hier sehen könnt zwischen den Slopes. Das passt wahrscheinlich nicht ganz mit der Vorlage übereinander, aber wir finden, es sieht dennoch sehr, sehr gut aus. Das Beste und vor allem auch das Spannendste an diesem Druiden sind aber seine ganz unterschiedlichen Beine. Genau, ihr habt richtig gehört, normalerweise denkt man, wenn man an Lego denkt, man müsste jetzt 6-mal die gleichen Beine einfach zusammenstellen, aber das stimmt nicht ganz, denn dieser Druide hier, der hat, wie ihr seht, ganz unterschiedliche
Beine bekommen. Das Einzige, was man dazu vielleicht bemängeln kann, ich glaube, ihr seht es auch schon, einige, die sind halt nicht ganz fest, die wackeln sehr, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Störfaktor, weil man das ganze Modell ja einfach nur hinstellt und nicht damit spielt. Genau, welche Elemente haben wir jetzt hier? Wir haben hier zum Beispiel solche Greifarme, die kann man hier zusätzlich noch so hin und her bewegen und auch etwas verstellen, wenn man möchte. Neben diesen Greifarmen haben wir aber auch noch andere Elemente, wie zum Beispiel diesen Bohrer. Ihr könnt, glaube ich, ganz gut erkennen, ist eine Einhornspitze. Ein weiteres spannendes Detail von diesem Set sind tatsächlich die Ersatzteile. Ihr könnt den Haufen neben dem Set sehen und ja, das sind jede Menge. Ich weiß nicht, in welchem Set das noch so vorkommt, aber ich hatte es bisher noch nie, dass es so viele Einzelteile sind, die übrig bleiben. Und was noch viel lustiger ist, oder vielleicht sogar eher spannend, sind zum Beispiel diese Teile hier. Die wurden gar nicht mal im Aufbau verwendet. Also hier stehen irgendwo in der Anleitung, davon gibt es aber mehrere als Ersatz, ebenso solche Teile. Wir freuen uns, denn das sind eigentlich ziemlich coole Teile zum Mockbauen. Ich finde es klasse, es sind auch so viele Einzelteile übrig, die halt im Set verwendet werden, gerne öfters machen. Jetzt zum Set selbst, was ist die Zielgruppe? Ich würde das niemals einem Kind schenken, denn erstens ist es schon schwer zum Aufbauen und zweitens, was macht man damit? Es ist ein Vitrinenmodell, man kann es nicht anders sagen. Dafür ist es aber ein sehr schönes Vitrinenmodell. Und ich denke, das ist auch ein perfektes Geschenk für jemanden, der die Originaltrilogie mag, der vielleicht nicht mal so viel mit Lego Star Wars am Hut hat, oder für jeden anderen A-Voll ist dieses Set auf jeden Fall super. Das spiegelt sich auch bei den Teilen wieder. Ich habe schon über diese speziellen Teile geredet. Das hier ist natürlich ein Traum für jeden Mockbauer. Sehr viel Grau, sehr viele spannende Teile, die hier überall angebaut wurden. Und wenn man diese Teile bei Bricklink kaufen würde, kommt man auch auf einen Preis von über 100 €. Deswegen sogar zum Ausschlachten eignet sich dieses Set. Für 70 € ist der Preis vollkommen okay für Lego Star Wars Verhältnisse. Das sind 10 Cent pro Teil ungefähr. Aber man kann es ganz einfach mit Rabatt kaufen. Wir haben zum Beispiel den Amazon-Link verlinkt. Dort wird es immer für 50 € angeboten und da kann man definitiv nichts falsch dabei machen. Als Fazit kann man nur sagen, wir sind positiv überrascht. Der Droide hat überraschend tolle Details, einige coole Funktionen und der Aufbau hat Spaß gemacht. Es war schwer, also schwer für Lego-Verhältnisse, aber es war einfach mal eine kleine Herausforderung. Wir finden auch, dass das Modell zur Vorlage gut getroffen ist, vor allem auch hier mit dem Schnee und zum Beispiel mit der Etikette, die halt mit Schnee bedeckt ist. Das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Es passt halt auch super zum R2-D2 beispielsweise in die Vitrine. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt. Es ist halt nur ein Vitrinenmodell. Ich hätte es noch gut gefunden, wenn zum Beispiel hier irgendwo noch eine Minifigur eines Suchtoriden installiert worden wäre. Das hätte das Set noch etwas aufgewertet. Und natürlich die Sticker ist ein bisschen ärgerlich, aber es hält sich in Grenzen. Und der Preis ist auch vollkommen okay für Lego Star Wars Verhältnisse. Deswegen haben wir nicht so viel Kritik übrig, sondern das hier ist definitiv eine Kaufempfehlung für Leute, die gerne was in die Vitrine stellen wollen. Deswegen geben wir auch eine solide 8 von 10. Das war's also mit diesem Review. Wie findet ihr das Set? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das war's mit diesem Video. Bis dahin, euer Joyforce-Team. Tschüss!